Wenn es eine Entkopplung geben sollte, die es möglich macht, ein ökologisches Desaster zu vermeiden, dann müsste es sich um eine absolute Entkopplung heißen. Das heißt, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt und der Ressourcenverbrauch tatsächlich radikal abfällt. Für eine solche absolute Entkopplung gibt es in der Geschichte kein Beispiel. Es deutet auch nichts darauf hin, dass es möglich ist. Technikoptimisten sagen aber, naja, dann empfinden wir die Kernfusion und sonst was, aber bisher sind das ja, Wolkenkuckucksheime. Ein kleines Zahlenbeispiel dazu: Wenn wir 3% Wachstum, was sich die meisten Parteien und die Gewerkschaften und so wünschen, die nächsten 50 Jahre weitermachen in Deutschland, dann würde sich das Bruttoinlandsprodukt vervierfachen. Pro Euro müsste sich der Ressourcenverbrauch dann nicht nur um den Faktor 5 senken, also 80% Ressourcenverbrauch heißt Faktor 5, sondern um den Faktor 20. Also wir müssten pro Euro nur noch ein Zwanzigstel der Ressourcen reinstecken und ein Zwanzigstel des CO2 ausstoßen, was wir heute tun. Und das wirkt relativ unrealistisch. Ich habe zumindest kein Beispiel gesehen, das zeigen würde, dass das funktionieren könnte. Ein ganz wichtiger Punkt dabei sind auch die sogenannten Rebound-Effekte. Also wenn es gelingt, weniger Energie für die Produktion von Smartphones oder sonst etwas zu verwenden, dann werden diese Produkte billiger. Und das ist ein Anreiz für Leute, sich mehr Smartphones zu kaufen. Es ist auch empirisch ganz gut belegt, also dass die meisten Energieeinsparungen tatsächlich nicht dazu genutzt werden, dass insgesamt weniger Energie verbraucht wird, sondern dass man zum Beispiel, wenn man sich Energiesparlampen reinschraubt, dann brennt das Licht länger. Oder man kriegt billigere Produkte und kauft dann mehr davon. Oder man spart an irgendeiner Ecke und fliegt davon nochmal in Urlaub. Also das setzt also dieser ganzen Philosophie, dass Effizienzsteigerungen uns aus dem Dilemma befreien könnte, harte Grenzen. Beim Klima sieht es so aus, dass wir in den letzten Jahrzehnten nur ganz wenige Punkte gesehen haben, wo der CO2-Ausstoß oder der Ausstoß von Treibhausgasen insgesamt tatsächlich gesunken ist weltweit. Und das, obwohl wir Nachhaltigkeitsstrategien und Klimakonferenzen ohne Ende haben, die einzigen Punkte, wo er wirklich global gesunken ist, sind Wirtschaftskrisen. 2008 ist der CO2-Ausstoß gesunken. Beim Zusammenbruch der Industrien Osteuropas um 1990 ist der CO2-Ausstoß gesunken. Nur der Zusammenbruch von Produktion hat bisher tatsächlich einen Rückgang des CO2-Ausstoßes bewirkt. Ja, Auswege aus dem Dilemma. Ein Projekt, das in den letzten Jahren viel diskutiert wurde, ist der sogenannte Green New Deal. Manche sagen dazu auch Öko-Keynesianismus, weil es eigentlich meint, dass man die Wirtschaft stärkt, auch durch öffentliche Investitionen, aber eben in erneuerbare Energien, in ressourcenleichte Produktion und so weiter. Und dass man dadurch das Bruttoinlandsprodukt weiter anheben kann, aber gleichzeitig was für die Umwelt tut und den Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch runterbringt. Das ist auch tatsächlich natürlich attraktiv, weil niemand bestreitet ernsthaft, dass wir große Investitionen in erneuerbare Energien zum Beispiel brauchen. Und das kann tatsächlich auch im Bruttoinlandsprodukt im Ergebnis auch diese sinnvollen Investitionen zu einer Steigerung führen. Aber es ist, und man bekommt dann eine vorübergehende starke Entkopplung von BIP-Wachstum und Ressourcen, aber das ist zeitlich begrenzt. Und es gibt auch andere, die sagen, selbst diese zeitlich begrenzte Entkopplung ist zu gering. Die Rebound-Effekte und all das würden dazu führen, dass wir trotzdem mehr Ressourcen verbrauchen, auch wenn wir innerhalb eines Green New Deals so ein grünes Investitionspaket schnüren. Gibt auch Theorien von Steady State Economies. Herman Daly ist zum Beispiel ein prominenter Name da. Das Problem an all dem ist nur, dass die Erfahrung lehrt, dass kapitalistische Ökonomien, die nicht mehr wachsen, Krisenökonomien sind. Anstieg der Arbeitslosigkeit, soziale Spannungen nehmen zu. Und insofern ist es nicht wirklich klar, ob innerhalb des Rahmens von Marktwirtschaft und Konkurrenz
eine Steady-State-Economy wirklich möglich ist. Es gibt außerdem seit einigen Jahren, auch besonders in Frankreich und in Großbritannien, eine Bewegung unter dem Titel Décroissance in Frankreich oder Degrowth in Großbritannien. Ja, die Steady-State-Economy ist im Prinzip eine Ökonomie, die also sowohl was Staatshaushalte angeht, als auch was Produktion angeht, einige der Faktoren, die, also Push- und Pull-Faktoren von Wachstum versucht rauszunehmen. Ich bin da auch überhaupt kein Spezialist drin. Also ich glaube, das ist ökonomische Theorie. Also es gibt von Daly ein Buch, wie heißt das? Wenn man Daily googelt, findet man das ganz leicht. Da hat er das. Beyond Growth, ja, genau. Was für Beispiele gibt es für Ökonomien ohne Wachstum, die zu Krisen geführt haben? Ja, unsere. Also wenn wir 0% Wachstum haben, dann steigt hier die Arbeitslosigkeit. Und oder Griechenland hat in 2 Jahren jetzt hintereinander schrumpfende Wirtschaft, die sozialen Spannungen und das, was da an Kürzungsorgien abgeht, sind ohne Beispiel. Die drehen gerade das Rad der Geschichte bis vor dem Zweiten Weltkrieg zurück, was soziale Errungenschaften angeht. Ne? Was natürlich auch Teil von neoliberaler Politik ist. Also es ist jetzt, hat nicht immer nur mit Wachstum zu tun, sondern es sind auch andere Faktoren, die drin sind. Auch mit einer schrumpfenden Ökonomie kann man auch noch anders umgehen, als wir das heute tun. Ne? Ja, Degrowth- und Décroissance-Bewegung, da sind auch einige Vertreter hier auf dem Kongress. François Schneider zum Beispiel ist ein Repräsentant der Décroissance-Bewegung. Und die Idee dabei ist, dass man eine wirtschaftliche Abrüstung betreibt, dass man bedürfnisorientiert produziert und nicht tauschwertorientiert. Eine solidarische regionale Ökonomie, Regionalisierung ist ein wichtiger Stichpunkt und natürlich auch zumindest teilweise Ausstieg aus dem Profitprinzip, also Unternehmen, die sich also dem Gemeinwohl verschreiben und nicht der Maximierung des Profits. Das sind also einige wichtige Stichpunkte. Was ist nötig für eine solche Transformation? Wie kommt man aus dieser Wachstumsfalle raus? Das hat auch ganz viele verschiedene Dimensionen, weil es ja nicht nur um Wirtschaft im engeren Sinne geht, sondern es geht um Imagination, um Leitbilder. Wenn man sich einmal hier durch die Stadt läuft oder in der U-Bahn lang geht, was da an Werbung auf einen einströmt und was einem zum Konsum treiben soll, ist ja eine enorme Maschinerie, die unsere Imagination dahin treibt, immer mehr zu kaufen. Auf der anderen Seite muss ja auch gekauft werden, damit der Laden so läuft, wie er organisiert ist. Also da, dem ist also auf lebensweisheitlicher Ebene etwas entgegenzusetzen, nach dem Motto, weniger ist mehr, mehr Lebensqualität mit weniger Konsum, und das ist tatsächlich auch möglich. Zeitwohlstand ist ein wichtiges Beispiel, also Zeit für Freundschaft, Kinder, Kultur und so weiter zu haben. Weniger arbeiten, aber auch anders arbeiten. Stichwort von der Lohnarbeit zur Tätigkeitsgesellschaft. Da gibt es ganz verschiedene Baustellen. Es gibt auch verschiedene Konzepte, die teilweise im Streit miteinander liegen. Also es gibt die Idee, ein Grundeinkommen einzuführen. Es gibt die Idee, Arbeit anders zu verteilen, aber innerhalb des Prinzips der Lohnarbeit. Es gibt natürlich Mindestlohn als eine wichtige Baustelle, um zu verhindern, dass Leute mit ihrem Lohn so weit runter sind, dass sie einfach 60 Stunden am Tag in der Woche arbeiten müssen, um überhaupt zu überleben. All das sind viele wichtige Baustellen für eine Transformation. Und die Arbeitszeitverkürzung ist sicher ein wichtiger Baustein, weil wenn wir alle nur halb so viel arbeiten würden und der Reichtum anders verteilt würde, dann würden wir nur noch halb so viele Ressourcen verbrauchen. Ein wichtiger Punkt auch die Internalisierung externer Kosten. Damit ist gemeint, dass man, wenn man zum Beispiel ein iPhone von Apple kauft, die Arbeitsbedingungen von den Leuten in den Fabriken in China und die Gesundheitsschäden und die ökologischen Schäden alle dort bezahlt werden, von der Bevölkerung, von der Natur und nicht in dem Preis, den Apple, obwohl er ja teuer genug ist, enthalten sind. Internalisierung der Kosten. Wichtig natürlich auch
unser ganzes fossiles Energiesystem ist hochsubventioniert, indirekt und direkt. Also das ist eine sehr konkrete Sache, wie man einen Sektor der Ökonomie, man muss ja auch, wenn man fragt, was soll wachsen, was soll schrumpfen, auch nach Sektoren gucken, es ist eigentlich, steht außer Frage, dass der Sektor fossiler Energieerzeugung sehr schnell schrumpfen muss, und ein erster Schritt ist die Subventionierung fossiler Energien durch Bundesregierung, EU, Weltbank und so weiter einzustellen, Kohlekraftwerke zu verhindern. Es gibt aus Ecuador eine interessante Initiative von Alberto Acosta unterstützt und mit ins Leben gerufen, der auch die Eröffnungsrede gestern gehalten hat, dass man das Öl im Boden lassen soll, also gar nicht erst fördern, weil wenn es einmal gefördert ist, dann wird es auch verbrannt. Verkehr, auch ein ganz wichtiger Bereich, Degrowth, also Schrumpfung des Verkehrsvolumens, des Ausstoßes von Schadstoffen und des Ressourcenverbrauchs durch Verkehr. In Berlin finde ich das sehr interessant zu beobachten, der Verkehr nimmt ständig zu und die S-Bahn fährt immer seltener. Also es ist eine absolut absurde Verkehrspolitik und man bräuchte also genau umgekehrt massive Investitionen und auch neue Ideen für einen guten öffentlichen Nahverkehr und weg vom Auto. Regionalisierung natürlich auch wichtig, also Wachstum von Welthandel ist ja in den letzten 20 Jahren sehr gefördert worden durch die Welthandelsorganisation zum Beispiel, und Joghurtbecher werden um die halbe Welt gekarrt und nicht nur das, also ganz verschiedene Produkte, die gar nicht um die ganze Welt gekarrt werden müssten, werden also auf unsinnige Weise über die Welt verteilt, und da könnte eine Re-Regionalisierung der Wirtschaft schon helfen. Dezentrale Energieversorgung, sehr wichtig. Wenn man einen Übergang von fossilen zu erneuerbaren organisieren will, dann gibt es da ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann das wieder zentral den großen Stromkonzernen überlassen, die wieder wachsen wollen, weil sie mehr Strom verkaufen wollen. Oder man kann es dezentral machen, auf Hausdächern, in Gärten, Stromerzeugung, dezentral und demokratisch. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass die Vorstellung, dass man die anstelle von Einkommenswachstum der Menschen ihre Rechte auf Teilhabe stärkt. Also zum Beispiel für ein Drittel der Menschheit, von denen ich sprach, die zum direkten Zugang zu Ressourcen leben, zu natürlichen Ressourcen, würde das bedeuten, ihre Rechte auf das Land, in dem sie leben, zu stärken. Das heißt, es Minengesellschaften, Ölgesellschaften und so weiter schwer zu machen, ihnen das Land wegzunehmen, ihre Rechte stärken. Das würde für deren Lebensqualität und für Armutsreduktion wesentlich mehr bringen als das Wachstum. Verteilungsfrage: Wenn der Kuchen stagniert oder gar schrumpft, nehmen die Konflikte um das, was da ist, natürlich zu. Und darauf, denke ich, muss man sich einstellen, dass wenn wir die ökologische Frage ernst nehmen, dass dann die Verteilungsfrage umso schärfer gestellt werden muss, auch um die Menschen für die ökologische Frage mitzunehmen. Wenn wir sagen, alle müssen weniger haben, wir müssen alle abspecken, auch der Hartz-IV-Empfänger muss abspecken, dann wird man nie die Menschen dazu bekommen zu sagen, ja, wir brauchen eine Transformation, sondern es geht natürlich darum, dass man bei den obersten 10% erstmal massiv abspeckt und dass da geschrumpft werden muss. Und dass die das nicht wollen, ist klar, und dass es da Kämpfe geben muss und wird, ist ebenso klar.